Es gibt Zeiten, wo du nicht im Unternehmen bist, weil du beispielsweise Urlaub hast oder Betriebsferien oder es einfach quasi mehr oder weniger eine tote Zeit ist und ihr dort frei machen möchtet und ihr überlegt, was ihr mit euren Google Ads Kampagnen macht, dann habe ich in dieser Folge ein paar Tipps dafür. Ja, damit herzlich willkommen. Ich bin Christoph und mit dem Master of Search helfen wir Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit auf Google messbar zu machen und halt ihre Kampagnen extrem erfolgreich zu skalieren und immer weiter auszubauen. Und in dieser Folge will ich dir mal ein paar Tipps geben zum Thema, wie gehe ich denn vor, wenn ich zum Beispiel zu viele Anfragen habe, ich das gerade nicht abdecken kann, weil beispielsweise mir irgendwie Personal fehlt oder wir Urlaub planen, Betriebsferien planen, ja, was auch immer der Hintergrund sein kann. Aber es gibt ja immer Momente, wo man im Prinzip auch einfach das Budget vielleicht sparen möchte oder sparen muss. Ja, weil gerade dann, wenn du jetzt irgendwie mal 2 Wochen frei nimmst, sehr beliebt ist ja zum Beispiel auch der Jahreswechsel, ne, dass dann auch viele Unternehmen zumachen und einfach auch gar nicht erreichbar sind. Warum sollen die Anzeigen weiterlaufen? Warum sollst du dafür Geld bezahlen, wenn ja, die quasi mehr oder weniger ins Leere laufen? Ja, und das würde ich dir gerne mal in dieser Folge so ein bisschen näher bringen, was für Strategien und auch Überlegungen dabei wichtig sind. Ja, und zwar überlege mal, welche Geburtsstrategien du hast in deinen Kampagnen. Und wenn du dort eine Geburtsstrategie hast, die irgendwie lautet, Klicks maximieren, Conversions maximieren, Conversion-Wert maximieren, und du hast dort kein zum Beispiel Ziel-CPA oder Ziel-ROAS angegeben, dann ist eine Budgetsenkung beispielsweise sehr nachteilig. Ja, denn sagen wir mal, du hast 100 Euro Tagesbudget. Und wir wollen im Prinzip das Budget jetzt reduzieren oder du überlegst halt eben zu pausieren, weil du eben nicht erreichbar bist. Ja, dann wäre Pausieren eine durchaus valide Möglichkeit, dass du einfach sagst, okay, wir pausieren das jetzt für eine gewisse Zeit. Ja, und dann kannst du im Prinzip mehr oder weniger problemlos das Budget senken. Die Frage dabei ist immer, wie gut kann eine Geburtsstrategie damit umgehen? Und wenn du die Kampagne wieder aktivierst, ja, kann die quasi an den Erfolg von davor wieder anknüpfen. Ja, denn wenn du mir schon länger folgst, dann sind ja die Geburtsstrategien schon algorithmisch ziemlich komplex. Und die kannst du halt sehr stark beeinflussen durch Änderungen, zum Beispiel an den Zielen, am Ziel-ROAS, am Ziel-CPA, an den Budgets, an den Ausrichtungen, an den Keywords. Ja, das sind so Sachen, das kann dann schon ziemlich sensibel sein und es kann sein, dass du dir deine Performance komplett verhaust. Ja, genau. Wenn du das Video gerade siehst, ich schwenke gerade mal auf die Ansicht ohne mich, sondern im Prinzip das, was ich hier so sehe, dann siehst du gerade ein paar schicke Blumen, die Zitadelle Spandau im Hintergrund. Das ist so eine ganz alte Festungsanlage, auch sehr spannende Event-Location. Und genau, ich erzähle gleich weiter, was es mit den Zielgruppen auf sich hat. Nun, wenn du einen Podcast hörst, ne, dann schade, dass du gerade das Bild nicht siehst. Wenn du Lust hast, klick einfach in den Shownotes, in den Notizen mal auf den YouTube-Link. Dann siehst du auch ein paar sommerliche Impressionen hier von unserer Insel. Genau, ich war stehen geblieben beim Thema, wie sensibel können eben solche Geburtsstrategien sein? Und ja, das ist tatsächlich manchmal eine Krux. Ja? Du weißt das im Vorfeld nicht. Und wie ich eingangs schon sagte, wenn du halt auf Conversions maximieren, Conversion-Wert maximieren eine Strategie hast und du hast vorher immer 100 Euro oder mehr Tagesbudget gehabt und die Kampagne läuft eigentlich ziemlich gut, dann ist das echt eine große Gefahr, wenn du das Budget beispielsweise auf 5 Euro runtersenkst. Denn was passiert dann? Dann gibst du Google im Prinzip eine komplett neue, ja, Zielstellung mit, dass du nämlich sagst, okay, zu diesen 5 Euro am Tag sollst du jetzt bitte so viele Conversions oder so viel Conversion Wert holen wie möglich. Und da das eine sehr starke Änderung ist von 100 Euro auf 5 Euro am Tag, ja, kann es halt sein, dass das diesen Geburtsalgorithmus komplett zum Neulernen zwingt. Ja, das heißt, er beginnt quasi komplett neu zu lernen, was 5 Euro dem Kunden für einen Mehrwert bringen und was kann ich da entsprechend auch erreichen. Ja, das sind einfach dann die Überlegungen dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du solche Maximierungsstrategien hast, dann würde ich dir nicht empfehlen, das Budget zu senken. Fass das lieber nicht an, ja, sondern geh da dann lieber auf die Möglichkeit, dass du beispielsweise die Kampagne pausierst. Ja, das ist gerade für einen längeren Zeitraum, ist das vollkommen in Ordnung. Das kannst du machen. Pausiere einfach die Kampagnen und du kannst aber auch noch einen anderen Trick benutzen.
Und zwar kannst du auch in die Kampagnen reingehen, gerade wenn du jetzt nur ein paar Tage oder eine Woche oder so irgendwie im Urlaub bist. Dann geh doch einfach mal in die Kampagne rein, dann in die Einstellungen und dann findest du dort den Werbezeitplaner. Und in diesem Werbezeitplaner kannst du dann sagen, okay, ich möchte, dass Google die Anzeigen ja quasi gar nicht mehr schaltet. Ja, du musst im Prinzip aktive Zeiten hinzufügen. Du kannst aber auch eine aktive Zeit hinzufügen, die dann beispielsweise immer nur eine Viertelstunde am Tag ist. Ja, also da suchst du dir eine Zeit aus, wo deine Kunden ja quasi eh irgendwie nicht aktiv sind. Vielleicht zwischen 3 Uhr und 3 Uhr 15 oder so. Ja, und dann hast du im Prinzip mit diesem Werbezeitplaner keine riesige Änderung an der Kampagne so in dem eigentlichen Sinne vorgenommen, sondern du sagst Google, bitte pausiere einfach in der Zeit die Schaltung meiner Anzeigen. Wenn du dann zurückkommst und du möchtest wieder die Anfragen haben, ja, dann setzt du diesen Werbezeitplaner einfach wieder aus. Ja? Dann nimmst du den einfach wieder aus den Einstellungen raus und hast dann entsprechend einfach wieder die Anknüpfung direkt an die Performance von davor. Genau, hier kommt jetzt gerade ein Schwan, der scheint sehr interessiert zu sein, ob es hier irgendwas gibt an Futter oder so. Genau, aber ich habe hier tatsächlich nichts. So. Ich glaube, der Schwan verfolgt mich jetzt ein bisschen, weil er hofft, dass ich hier was habe. Aber ich habe nichts dabei und kann dich nicht füttern. Ja, genau. Also, wenn du im Urlaub bist und du hast irgendwie so Conversions maximieren oder sowas, dann geh lieber über diesen Werbezeitplaner, ja, als über andere Möglichkeiten mit dem Budget senken. Ja, wenn du jetzt irgendwie ein Ziel-CPA, ein Ziel-ROAS eingestellt hast, dann kannst du durchaus auch mal das Budget senken. Klicks maximieren ist auch nicht so wild, ja, aber auch da muss er natürlich nach der krassen Budgeterhöhung, die du dann nach deiner Rückkehr quasi auch wieder hochziehst, muss er natürlich auch wieder neu lernen. Ja, das heißt, das ist auch nicht optimal. Ja, aber wenn er bei Ziel-ROAS und bei Ziel-CPA eingespielt ist und du sagst ihm einfach, okay, jetzt bitte nur 5 Euro am Tag ausgeben, damit kaum noch Anfragen kommen und du setzt es dann wieder hoch auf 100, dann sollte er eigentlich an die Performance von davor auch wieder anknüpfen können, weil er ja auch die ganzen Learnings von damals noch hat. Genau, ich hoffe, dass dir die Tipps ein bisschen helfen zum Thema Abwesenheit, Urlaub, Pausierung, Änderungen an den Kampagnen. Man kann da nicht so komplett eine Schablone drauflegen, ne? Das kannst du nicht einfach so pauschal beantworten. Wenn du das für dich genauer wissen möchtest, ne, dann weißt du, du kannst auf die masterofsearch.de Seite gehen, kannst ein Erstgespräch buchen und kannst einfach mal mit uns ein Gespräch führen und wir schauen dann einfach mal, wie wir dich am besten im Rahmen von Google Ads und Google Analytics unterstützen können. Bis dahin, ciao!